Ja, ich bin ursprünglich eigentlich Allgäuer, bin dann zum Studium, zum Jurastudium nach Heidelberg gegangen, dann 2006 nach München gewechselt an die Ludwig-Maximilians-Universität. Dort habe ich meine Doktorarbeit geschrieben bei Hans-Jürgen Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und nach meinem Referendariat 2014 habe ich mich dann endgültig entschieden, die unwegsamen Wege der akademischen Karriere einzuschlagen und habe mich habilitiert bei Martin Bogi 2020. Dann, wie das Leben ab und zu so ist, hat es mich nach Wien verschlagen, an die Wirtschaftsuniversität. Und dort habe ich 2,5 Jahre verbracht. Und ja, jetzt bin ich zurückgekehrt sozusagen in die Heim in den Freistaat Bayern und freue mich jetzt Universitätsprofessor ab dem 1. März an der Universität Bayreuth zu sein. Ich glaube, die forschungsmäßige Ausrichtung der Universität, die Lehre in Bayreuth und natürlich auch das private Umfeld passen perfekt zu meinen Vorlieben. Ich mache gerne Wirtschaftsrecht, ich mache gerne Technologierecht. Für beides hat die Universität Bayreuth und insbesondere die Fakultät, die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, an der ich tätig sein werde, ganz hervorragende Anknüpfungsmöglichkeiten. In der Lehre, die Universität Bayreuth, jedenfalls in der Rechtswissenschaft, zeichnet sich dadurch aus, dass sie Studierende aus ganz Deutschland anzieht, gerade mit der Mischung aus Wirtschaft und Technologierecht. Und ja, man hat es im Grunde mit den besten Studierenden aus Deutschland zu tun. Das finde ich ganz wichtig, weil man ist ja auch nicht den ganzen Tag in seinem Elfenbeinturm unterwegs, sondern hat das Vergnügen, Studierende zu unterrichten. Und wenn man da gute Leute hat, dann macht der Job auch so richtig Spaß. Und ja, privat, ich habe schon immer davon geträumt, in einer schönen, aber überschaubaren Universitätsstadt zu leben und zu arbeiten, mit schnellen Wegen ins Grüne raus. Und ja, da ist Bayreuth, finde ich, der perfekte Standort. Gar nicht so weit gedacht. Ich möchte zum einen meinen technologierechtlichen Schwerpunkt natürlich an der Universität einbringen und möchte auch so ein bisschen die interdisziplinären Grenzen übersteigen und möchte mich an der Gründung eines Bayreuth Center for Law and Technology, Bayreuth Law Tech, versuchen und Projekte zum Schnittbereich aus Wirtschaft, Technologie und Recht bündeln und voranbringen. Und in der Lehre möchte ich ja, das ergänzend sozusagen fortspinnen, was im Grunde schon hier vorhanden ist, die wirtschaftswissenschaftliche und die technikspezifische Zusatzausbildung in Bayreuth, das verstärken, miteinander verknüpfen stärker. Und weiterhin dafür sorgen, dass Studierende ja, aus ganz Deutschland sich für den Standort Bayreuth entscheiden. Und ja, das ist ein Ort, an dem man immer gestalten kann, wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Und ja, ich möchte gerne mitgestalten.